Es gibt auch Modellprojekte von privaten Wohnungsvermietern und Wohnungsbaugenossenschaften oder von Gesellschaften, wo solche Wohngemeinschaften vorgesehen sind, also um altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen. Also die Wohnungsbaugesellschaften haben sich auch darauf eingestellt oder stellen sich immer weiter darauf ein. Es wird gefordert, dass preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und auch gefördert wird. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dass betreutes Wohnen auch für Bezieher von unteren, also von kleineren Einkommen, dass eben Menschen mit nicht so hohem Einkommen in betreuten Wohnungseinrichtungen mit einbezogen werden. Es gibt auch Modelle, wo Wohnraum vorgesehen wird für pflegende Angehörige. Es gibt auch Modellprojekte von privaten Wohnungsvermietern und Wohnungsbaugenossenschaften oder von Gesellschaften, wo solche Wohngemeinschaften vorgesehen sind, also um altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen. Also die Wohnungsbaugesellschaften haben sich auch darauf eingestellt oder stellen sich immer weiter darauf ein. Es wird gefordert, dass preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und auch gefördert wird. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dass betreutes Wohnen auch für Bezieher von unteren, also von kleineren Einkommen, dass eben Menschen mit nicht so hohem Einkommen in betreuten Wohnungseinrichtungen mit einbezogen werden. Es gibt auch Modelle, wo Wohnraum vorgesehen wird für pflegende Angehörige. Es gibt auch Modellprojekte von privaten Wohnungsvermietern und Wohnungsbaugenossenschaften oder von Gesellschaften, wo solche Wohngemeinschaften vorgesehen sind, also um altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen. Also die Wohnungsbaugesellschaften haben sich